Ja, lieber Andreas, meine sehr geehrten Damen und Herren, erstmal vielen Dank für die netten Worte gleich am Anfang. Ich habe hier keine Duftmarke hinterlassen, das war eine heiße Diskussion, ob man das hier so aufbaut oder nicht, da will ich aber nichts zu sagen, weil meine Meinung hat sich damals nicht durchgesetzt, das erklärt jetzt vielleicht auch alles. Aber Spaß beiseite, es stimmt, ich bin hier im Stiftungsrat, aber es wird ja jetzt bald auch neu aufgestellt, weil wir jetzt ja in der Fertigstellung sind. Freue mich auch über die aufmunternden Worte meines Vorgängers, Florian Pronold, den ich hier begrüßen kann, der mir nette Worte zugerufen hat. Das haben Sie alle nicht gehört, weil er hat gerufen, jetzt arbeitet er endlich mal. Und das freut dich natürlich und da ist man auch richtig motiviert am Anfang. Also, vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich wirklich heute hier für ein eigenständiges Bundesbauministerium zu Ihnen zu sprechen, über etwas, das uns ja mit der wachsenden Zahl von schon heute rund 60% der Menschen auf dieser Welt verbindet und vermutlich auch für die Mehrheit der heute hier Anwesenden gilt. Wir sind Stadtbewohner und Stadtbewohnerinnen und wir sehen uns mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Die großen globalen Krisen unserer Zeit, Klimawandel, Corona, Migration und seit Februar noch der Krieg in der Ukraine betreffen uns inzwischen in unserem ganz unmittelbaren Lebensumfeld, in unseren Städten. Überall in Europa war es in den letzten Sommern und auch in diesem Jahr unerträglich heiß. In manchen Regionen war das Wasser knapp, verdurstete Bäume und Pflanzen, nicht nur in Südeuropa, auch in Deutschland. Perspektivisch ist die Wasserversorgung einiger Metropolen ein bislang ungelöstes Problem. Mancherorts wird bereits wegen der drohenden Energiekrise die nächtliche Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten gedimmt. Auch in diesem Herbst müssen sich Kitas, Schulen, Krankenhäuser und Pflegeheime wieder vor einer möglichen nächsten Corona-Welle wappnen. Wie gehen wir mit diesen Situationen um? Was bedeuten sie für das Leben in unseren Städten? Und was müssen wir tun, was verändern, damit wir bestehen können, damit wir diese Belastung aushalten können, ohne dass sie uns dauerhaft schaden? Und welchen Beitrag kann der Bund leisten? Klar ist, wir müssen unsere Städte verändern. In vielen Bereichen ist ein Umdenken erforderlich. Das Auto beispielsweise wird in den Städten von morgen eine geringere Rolle spielen als heute. Die Natur eine viel größere. Verdichtung ebenfalls, was uns wiederum vor neue Herausforderungen stellt. Das Thema meines Vortrags lautet ja heute, wie werden wir zur resilienten Stadt, lokal, national, global? Resilienz hat die Resilienzforscherin Frau Professorin Anne Masten von der University of Minnesota beschrieben als Fähigkeit eines Systems, mit Störungen umzugehen, die sein Überleben, seine Entwicklung und seine Funktionsfähigkeit bedrohen. Schon aus dieser Definition ergeben sich jede Menge spannende Fragen. Wie gesund ist unser System? Sind unsere Städte eigentlich aktuell? Denn je gesünder ein System, so besser seine Voraussetzung, mit Störungen umzugehen, desto weniger störanfällig ist es. Oder woran machen wir eigentlich die Gesundheit einer Stadt fest? Am CO2-Gehalt, an Feinstaub, dem Vorhandensein blauer und grüner Infrastrukturen oder an der Lebenszufriedenheit seiner Bewohnerinnen? Auf welche realistischen von innen und außen kommenden Störungen müssen wir in unseren Städten in der Zukunft vorbereitet sein? Etwa Flutkatastrophen, Wohnungsmangel, schlechte Luftqualität, heißer Asphalt, Blackouts. Sie hören, und das ist immer so negativ, das ist ein explosives Gemisch, was auf uns zukommt. Und last but not least die Frage, wie gut sind wir auf diese Risiken vorbereitet? Es sind genau diese Fragen, die auch für Entscheidungen des Bundesbauministeriums wegweisend sind. Aus Gesprächen und Besuchen überall im Land weiß ich, dass sich Menschen in vielen Kommunen bereits den beschriebenen Herausforderungen stellen. Mehr noch, dass sie längst dabei sind, Lösungsansätze zu erarbeiten. Und dafür danke ich Ihnen auch mal stellvertretend. Ihr Wissen, Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft sind entscheidend für die Gestaltung dieser Transformation, in der wir uns befinden. Nur mit Ihnen wird auch die resiliente Stadt gelingen. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen wird Sie dabei bestmöglich auch unterstützen. Für uns sind dabei zwei Dinge zentral. Der lebenswerte öffentliche Raum und die Schaffung von ausreichend bezahlbaren und auch nachhaltigen Wohnraum. Und auch auf ihm liegt unser Fokus, wenn es in unseren Städten enger und auch heißer wird. Zum öffentlichen Raum. Wir investieren massiv in seine sozial-ökologische Transformation. Der Handlungsbedarf ist groß. Die aktuellen Entwicklungen ausgehend vom Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie haben uns vor Augen geführt, dass wir unsere Städte und Gemeinden krisen- und zukunftsfest gestalten müssen. Letztere hat uns die Bedeutung auch nochmal des öffentlichen Raums vor Augen geführt, gerade für Menschen, die sich eben kein Haus mit Garten oder keine Wohnung mit Balkon leisten können oder alleine leben. Alle Stadtbewohnerinnen brauchen ein lebenswertes Umfeld im Quartier und Stadtteile mit einer krisenfesten, das heißt leistungsfähigen, sicheren und im digitalen Bereich auch souveränen Infrastruktur. Wohnraum ist knapp und teuer,
Immer mehr Menschen drängen in die Städte, Spannungen nehmen zu. Sozialer Frieden ist aber kein Luxus, sondern Notwendigkeit für die Resilienz einer Stadt. Denn eines möchte ich auch an dieser Stelle betonen: Stadtentwicklung kann natürlich nicht losgelöst betrachtet werden von den Bereichen Wohnen und Bauwesen. Und deshalb ist es auch so unglaublich gut, das muss ich hier an der Stelle auch nochmal als Werbeblock sagen, dass es dieses Ministerium gibt. Viele Menschen machen sich heute berechtigte Sorgen um ihr Zuhause. Mietpreise sind zu neuen Mauern in unseren Städten geworden, an denen entlang sich unsere Gesellschaft in sozioökonomische Linien auch einsortiert. Wir wollen Menschen in unseren Städten und Gemeinden dabei unterstützen, dass sie sich auch in der schwierigen aktuellen Lage eine Wohnung leisten können. Auch das gehört zu einer gesunden und damit resilienten Stadt. Und dafür bringen wir gerade eine große Wohngeldreform auf den Weg. Wir investieren auch eine neue Rekordsumme von 14,5 Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau. Und wir haben ein großes Bündnis bezahlbarer Wohnraum ins Leben gerufen, das auch hoffentlich in Kürze ein sehr umfangreiches Maßnahmenpaket auch vorstellen wird. Aber auch das Bauen selbst muss sich verändern. Einfach so weitermachen wie bisher ist keine Option. Und deshalb fördern wir auch eine klimagerechte Transformation des Bauens und auch des Sanierens. Und dann ist da die größte Herausforderung, vor der wir als Gesellschaft und auch die gesamte Weltbevölkerung stehen, natürlich der Klimawandel. Das Erreichen der Klimaschutzziele ist und bleibt eine unserer wichtigsten Aufgaben. Klimawandel und Klimaschutz haben auf mehreren Ebenen Implikationen auf das Leben in unseren Städten. Der Ukraine-Krieg und die daraus resultierenden Probleme der Energieversorgung haben die Notwendigkeit einer schnellen, aber auch umfassenden Energiewende doch nochmal deutlich erhöht und vermeintliche Brücken auf dem Weg zur klimaneutralen Energieversorgung einfach mal kurzerhand einbrechen lassen. Zusammenhalt stärken, klimagerechter werden, lautet daher die Aufgabe für unsere Städte. Wie schaffen wir das? Unsere Städte müssen grüner, blauer und sozialer werden, um resilient zu sein. Alle Stadtbewohnerinnen brauchen neben bezahlbaren Wohnraum Orte für Freizeit, Begegnung und Erholung. Gerade ältere Menschen und Familien mit Kindern brauchen in heißen Sommern Orte, die auch vor Hitze schützen. Gleichzeitig sind grüne und blaue Infrastrukturen im öffentlichen Raum auch Frischluftschneisen. Zur Vermeidung von Hitzeinseln sind Baumbestände die Lungen unserer Stadt. Und auch in Innenstädten und Ortskernen müssen wir diesen öffentlichen Raum neu gestalten. Dafür braucht es auch eine neue Investitions- und Qualitätsoffensive für den öffentlichen Raum, die sich aus drei Komponenten zusammensetzt. Erstens die Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung sowie der Gesundheit durch ausreichend grüne und blaue Infrastruktur, umweltfreundliche Mobilitätskonzepte und den Umbau der autogerechten zur menschengerechten Stadt, nachhaltige Bauweisen wie dem Holzbau, Dächer- und Fassadenbegrünung, Ausbau natürlich der Solarenergie, nachhaltiges Bodenmanagement und quartiersbezogene energetische Sanierung verzahnt mit einer guten, vernünftigen kommunalen Wärmeplanung. Zweitens die Verbesserung des sozialen Miteinanders durch barrierearme und barrierefreie Freiräume, Gemeinschaftsgärten, Bürgerzentren und Parks für alle Generationen, Sportkultur, Bildungs- und Freizeitangebote sowie Nachbarschafts- und Familienhilfe bieten, denn am Ende Zusammenhalt stärkt Resilienz. Soziale Spannungen tun übrigens genau das Gegenteil. Drittens die zukunftsgerechte Anpassung der Innenstädte durch Förderung eines Mix aus Handel, Wohnen, Bildung, Sport, Kultur und Tourismus mit attraktiven Freiräumen, die zum Verweilen auch einladen. Dazu gehört auch eine leistungsfähige digitale Infrastruktur, um etwa Coworking-Räume anbieten zu können. Mit der Städtebauförderung haben wir bereits seit mehr als 50 Jahren ein sehr, sehr erfolgreiches Instrument für die zukunftsfähige Entwicklung unserer Städte und Gemeinde, von dem sich auch viele übrigens unserer europäischen Nachbarn haben inspirieren lassen. Der Bund investiert hier jährlich 790 Millionen Euro für dieses Programm, das wunderbarerweise auch noch ein lernendes, sich immer wieder änderndes und in meinen Augen ein sehr agiles Programm ist. Durchschnittlich löst jeder hier eingesetzte Euro 8 Euro an öffentlichen und privaten Folgeinvestitionen aus. Davon profitiert vor allem das regionale Bau und Handwerk, auch in strukturschwachen Räumen. Und städtebauliche Investitionen in öffentliche Räume sind auch Investitionen in die Zukunft, in den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch den Erhalt der Wirtschaftskraft. Und auch das ist Teil einer Resilienz einer Stadt. Diese sehr gut bewährten Programme passen wir jetzt den Herausforderungen unserer Zeit an und wir entwickeln es für die Transformation des öffentlichen Raums auch weiter. Wie es in der Praxis aussieht, dass Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel zu wichtigen Fördervoraussetzungen in der Städtebauförderung geworden sind, veranschaulichen die folgenden Beispiele aus einigen Städten.
Ravensburg etwa will bis spätestens 2040 klimaneutral werden. Hierfür hat sich ein Projektparlament auf Zeit gegründet. Eine Klimakommission aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden, NGOs, Bürgerinnen und Bürgern. Und gemeinsam entwickelten sie den sogenannten Ravensburger Klimakonsens. Künftig sollen unter anderem Solarzellen auf alle geeigneten städtischen Gebäude, der Ausbau der Wärmenetze soll vorangetrieben werden und die Konversion von Innenflächen soll Priorität gegenüber neuem Bauland bekommen. In Hanau zum Beispiel wurden nach dem Abzug der US-Streitkräfte aus einem verfallenen Areal ein sogenanntes Klimapionierquartier, ein neuer Stadtteil als Wohnort mit vielen neuen Grünverbindungen. Wirtschaftlicher Wandel wie der Trend zum Online-Shopping trifft auch viele Innenstädte und bereits seit einigen Jahren, was durch die Pandemie nochmal deutlich verschärft wurde. Uns allen ist doch klar, wir dürfen unsere Stadtzentren und Ortskerne nicht mehr nur als Einkaufszonen verstehen, sondern auch als soziale Erlebnisräume mit Angeboten für Wohnen, Arbeiten, Begegnung, Bildung, Gastronomie und Kultur. Und um diesen Wandel zu unterstützen, fördern wir auch bundesweit mehr als 230 Kommunen mit dem Programm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren. Die Farbe Grün, das sage ich jetzt mal als Sozialdemokrat, muss im öffentlichen Raum in Zukunft eine größere Rolle spielen. Und das nicht nur, weil sie sich erwiesenermaßen positiv auf Wohlbefinden und Gesundheit auswirkt. Grüne und blaue, barrierefreie öffentliche Räume sind außerdem attraktive Begegnungsorte für unterschiedlichste Menschen und damit auch Grundlage für ein lebendiges Miteinander in einer offenen Gesellschaft und damit wieder für den sozialen Zusammenhalt. Extreme Wetterlagen, Starkregenfälle, Hitzeperioden werden massiv zunehmen, das ist ganz klar. Und um darauf vorbereitet zu sein, brauchen unsere Städte auch mehr entsiegelte Flächen und Frischluftschneisen. Mehr Wasserflächen, mehr Grün, insbesondere trockenheitsresistente Bäume, die Schatten spenden und für kühlere Luft sorgen. Seit 2020 hat der Bund insgesamt 467 Millionen Euro für die Klimaanpassung in den urbanen Räumen zur Verfügung gestellt. Für die Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel, so heißt das Programm, haben wir dieses eigenständige Programm auch extra geschaffen. Hier können die Kommunen derzeit Gelder beantragen, um ihre Grün- und Freiflächen einfach mal zu modernisieren. Wir alle haben diesen und letzten Sommer, glaube ich, gesehen, wie wichtig das ist. Aber auch wichtig, die energetische Sanierung kommunaler Einrichtungen. Nicht nur private Wohn- und Geschäftshäuser müssen dringend energetisch modernisiert werden, sondern auch wahnsinnig viele öffentliche Gebäude. Mein Ministerium unterstützt Städte und Gemeinden dabei, den Sanierungsstau bei den kommunalen Einrichtungen abzubauen. Dazu zählen vor allen Dingen Schwimmbäder und Sporthallen, die wichtig für den sozialen Zusammenhalt sind, aber auch leider einen sehr hohen CO2-Ausstoß haben. 476 Millionen Euro hat der Deutsche Bundestag, mein Ministerium, alleine in 2022 dafür bereitgestellt. Und bei allen Maßnahmen ist es mir wichtig, dass wir neben diesen einzelnen Gebäuden auch immer das Quartier mit in den Blick nehmen. Dies betrifft beispielsweise die effiziente Strom- und Wärmeversorgung und vor allen Dingen auch den Einsatz der erneuerbaren Energien. Und so haben wir auch das Förderprogramm Energetische Stadtsanierung, Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier bei der KfW neu ausgerichtet. Auch innovative digitale Lösungen können bei der Bewältigung der Herausforderungen sehr hilfreich sein. Digitalisierte Leistungen etwa können ortsunabhängig erbracht und damit auch dann noch bereitgestellt werden, wenn Rechenzentren vor Ort in ihrer Funktionsfähigkeit oder Existenz bedroht sind. Auch deshalb setzt die Bundesregierung auf die Förderung von Smart Cities. Was Smart City-Projekte erreichen können, zeigt sich auch mal exemplarisch in zwei Städten. Beispiel Haßfurt. Hier sollen Daten zu den Pegelständen gesammelt und auf einer urbanen Datenplattform ausgewertet werden, um bei Starkregenereignissen die Menschen noch schneller und zielgerichteter warnen zu können. Außerdem soll an den Straßenlaternen mit Hilfe von Sensoren die Bewegung und die Umgebungshelligkeiten gemessen werden, sodass auf dieser Basis die Lichtstärke eingestellt werden kann, für ein Optimum aus Sicherheit und Energieverbrauch. In Darmstadt soll angesichts des zunehmenden Hitze eine App fürs Handy die Menschen schnell und einfach beispielsweise über die Höhe der Temperaturen, aber auch der UV-Werte informieren. Zudem sollen die Bäume mit Sensoren ausgestattet werden, damit diese dann ressourcenschonend auch vernünftig gewässert werden können. Diese und viele andere Smart-City-Ansätze haben eins gemeinsam. Sie sollen dabei helfen, die Städte in einer sich immer schneller verändernden Umwelt resilienter zu machen. Wenn Stadtpolitik und Stadtverwaltung im beschleunigten Wandel aktiv gestalten wollen, brauchen sie schnelle Prozesse und Verfahren.
Sie sehen, so vielfältig die Probleme, so vielfältig finde ich in Deutschland auch schon die Lösung. Meine Damen und Herren, im Titel meines Vortrags habe ich ja bewusst auch die globale Dimension mit eingebaut. Vor kurzem trafen sich ja im Rahmen der deutschen G7-Ratspräsidentschaft auf unsere Einladung hin erstmalig die Stadtentwicklungsministerinnen und Minister der G7-Staaten in natürlich Potsdam. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der UN, der EU, der OECD, Südafrika als Vertretung des globalen Südens und der Urban Seven, vertreten durch den Oberbürgermeister aus Mannheim, Herrn Kurz. Dabei wurde eines ganz klar: entscheidende Lösungsansätze für die großen aktuellen Herausforderungen sollen, können und werden aus den Städten heraus entstehen. Der Kampf um den Klimawandel wird in den Städten gewonnen oder verloren werden, wie ein kürzlich veröffentlichter Weltwirtschaftsbericht in meinen Augen vollkommen unverblümt feststellte. Den ersten Fachimpuls beim G7-Treffen hielt Professor Schellnhuber, der das auch noch mal eindeutlich, finde ich, eindringlich auch sehr plastisch erläuterte. Ich zitiere: Rund 40% der weltweiten CO2-Emissionen stammen aus dem Gebäudesektor. Der Gebäudesektor ist verantwortlich für die Hälfte des Rohstoffverbrauchs in der Europäischen Union und 35% des Abfalls in der Europäischen Union stammt aus dem Gebäudesektor Gesundheit. Und dann sagte er, würde man Beton als eigenständiges Land werten, hätte es nach China und den USA den dritthöchsten CO2-Emissionen weltweit. Und wo Probleme herrühren, liegen, finde ich, auch die Lösung und die Chancen. Nämlich, was an einem Ort funktioniert, kann auch gut anderswo adaptiert werden. Hierfür ist es wichtig, dass sich die Städte untereinander sowie mit den anderen staatlichen Ebenen offen austauschen und auch eng zusammenarbeiten. Wir müssen sozusagen auch globale Pionierstädte entwickeln und diese Lösung dann auch weltweit implementieren. Und bis 2050 werden voraussichtlich weitere 2,5 Milliarden Menschen in urbanen Strukturen leben, 90% davon in Asien und Afrika. Mehr als die Hälfte der Gebäude, die 2050 stehen, werden nach Prognosen der Vereinten Nationen erst noch gebaut. Denn dazu kommt auch noch, dass bis zum Ende des Jahrhunderts womöglich bewohnbarer Raum für 2 bis 3 Milliarden Menschen verloren gehen wird. Erinnert sei nur an die schlimmen Bilder aus Pakistan oder Somalia. Jeder sieht sie und kann sie sehen jeden Tag im Fernsehen. Das heißt, die Menschheit wird sich anders verteilen und die gebaute Umwelt wird darauf reagieren müssen. Umso wichtiger wird es dann doch sein, dass wir alles, was wir dann noch neu bauen, nachhaltig, klimaneutral oder am besten sogar klimapositiv bauen. Und dafür gibt es bereits jetzt vielversprechende Ansätze. Insbesondere der Holzbau wird künftig eine viel wichtigere Rolle spielen, aber nicht nur. Herr Schellnhuber hat uns gesagt, er habe es durchgerechnet. Wir können es schaffen, dass der Bausektor, der im Augenblick der größte Klimasünder von allen ist, zum Klimahelden werden kann, so hat er es genannt. Dafür ist aber auch nötig, die Bauwelt von der globalen Nord- und von der globalen Südhemisphäre zusammenzubringen, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Was wir also schaffen müssen, ist von der Leipzig-Charta, die wir uns gegeben haben, zum globalen Handeln zu kommen. Wir müssen die Krisen als Chance zum Aufbau weltweiter urbaner Resilienz nutzen. Es ist übrigens eine sehr gute Nachricht, dass Japan bereits zugesichert hat, dass sie das G7-Treffen der Stadtentwicklungsminister fortsetzen werden. Als erster Schwerpunkt haben sie bereits Smart City und Resilienz vorgeschlagen. Als Inselstaat, der auch häufig Erdbeben erlebt, hat Japan da sehr, sehr gute Erfahrungen, positiv wie negativ. Ziel muss es sein, diesen neuen Schub für die internationale Stadtentwicklung zu nutzen und perspektivisch auch Roadmaps mit verbindlichen Zielen und ganzheitlichen Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen zu entwickeln und auch zu verabschieden. Dazu gehört es auch, G7-Ressourcen zu bündeln, um in schnell wachsenden Stadtregionen, gerade in Entwicklungsländern, zu investieren oder auch den möglichst bald startenden und hoffentlich, wenn der Krieg vorbei ist, Wiederaufbau der Ukraine gemeinsam zu unterstützen. Was dafür ganz wichtig ist, bestehende Netzwerke stärken und neue entwickeln und Städte und Gemeinden wirtschaftlich zu befähigen, auch Innovationsmotor zu sein. Bund und Länder müssen in diesem Prozess die vielversprechendsten urbanen Innovationen erfassen und aufzeichnen und diesen Wissenstransfer auch unterstützen, etwa durch Dialogplattformen und Handbücher, damit sie nahtlos von anderen Städten im ganzen Land, aber auch weltweit angenommen werden können.
etwa wie ein lebendiges Wohnviertel auf einer Konversionsfläche entstehen kann. In vielen Bereichen passiert ja dieser Wissenstransfer schon heute, bei der Städtebauförderung, den Smart City Kompetenzzentrum oder auch in der Kleinstadtakademie. Das müssen wir jetzt auch auf die internationale Ebene heben. Und es ist gut, dass es nun das G7-Format in diesem Bereich gibt. Als nächsten Schritt soll es auch eine G20-Fachministerveranstaltung dazu geben. Die Urban 20 haben sich bereits gebildet. Und als Bauministerium haben wir auch ein internationales Smart City-Netzwerk aufgebaut. Und andere wichtige internationale Initiativen sind etwa das Netzwerk Europäisches Bauhaus, das globale Parliament of Majors, ein politisches Organ von und für Bürgermeisterinnen aller Kontinente und natürlich auch das Nachhaltigkeitsnetzwerk ICLEI, Local Governments for Sustainable. Ja, Sie wissen schon. Genau. Ist fast so schlimm übrigens wie Resilienz. Durch kluge Politik und Vernetzung können wir den Kreislauf urbaner Innovation auch gezielt beschleunigen. Und um diese Innovation und Lösung zur Routine im großen internationalen Maßstab zu machen, braucht es allerdings auch nötige Finanzierungsinstrumente und auch dafür werden wir sorgen. Durch radikale Zusammenarbeit, schnelle Innovation und bewusste Routinisierung können wir auch im globalen Maßstab unsere Städte resilienter und zum Motor etwa bei der Bewältigung des Klimawandels machen. Ich fasse damit nochmal zusammen, damit unsere Städte, die immer auch Experimentierräume, Visionen und Träume dessen waren, was Zusammenleben und Lebensformen bedeuten können, mit all ihrer Vielfalt, aber auch ihren Gegensätzen auch morgen lebenswert bleiben, müssen wir sie klimagerecht erneuern, in eine ausreichende, gute und bezahlbare Wohnraumversorgung, ein attraktives Wohnumfeld und eine funktionierende und leistungsfähige Infrastruktur investieren, also in Grünflächen, Treffpunkte, Geschäfte, medizinische Versorgung, Verkehrsanbindung. Sport- und Freizeitmöglichkeiten und kulturelle Angebote sind einfach essentiell auch für die Lebensqualität aller Menschen. Zugleich ist aber auch klar, die ökologische und die notwendige Transformation gibt es nicht zum Nulltarif. Damit der Gebäudesektor spätestens 2045 klimaneutral ist, liegt noch ein langer, herausfordernder und auch echt teurer Weg vor uns. Aber noch viel teurer würde es, glaube ich, für uns und die nachfolgende Generation werden, wenn wir jetzt nicht wirklich umschwenken. Entscheidend auch für die resiliente Stadt von morgen allerdings wird auch sein, dass wir diese ganzen Klimaziele, die wir uns gegeben haben, sozialverträglich erreichen. Mit den Akteurinnen und Expertinnen vor Ort, der Städtebauförderung des Bundes und auch im internationalen Austausch kann und wird uns das gelingen. Städte sind lebendige Organismen, Resilienz kann man trainieren. Unsere Chancen stehen gut. In diesem Sinne freue ich mich, dass es diesen Kongress gibt, dass Sie sich weiter miteinander austauschen. Und ich freue mich auch auf die weitere, man sieht ja viele bekannte Gesichter, auf die weitere gemeinsame Arbeit. Vielen Dank.